Fluffigkeit. Okay, sollen wir erstmal hier so eine kleine Ebene basteln? Ja, lass hier mal eine Ebene basteln, genau. Vielleicht, ich weiß nicht, da wo du gerade stehst, so das Höhenniveau, das können wir ja mal beibehalten. Ja. Da werde ich ja alles mal runterbauen. Oh Gott, ich bin runtergefallen. Oh no, Level 100. 1000 Milliarden, Junge. Jetzt ist natürlich das Risiko sehr groß, was wir hier gerade machen, so auf sehr ja, fluffigen Höhen zwar. Oh. Ich wollte gerade noch sagen, vor allem mit den Scheren, weißt du, One-Hitner hat man unter sich alles mitgeklopft. Ich mache jetzt mal, es wird gleich dunkel, ich mache jetzt mal vorsichtshalber. Ich fühle mich aber hier doch relativ sicher, muss ich sagen, hier auf dem Baum. Jo. Also viel sicherer wie unten, jetzt direkt da im Dschungel. Ich habe gerade eben einen Zombie. Ich fühle mich hier sehr sicher. Scheiße, ich muss hier die Fackeln hinmachen. Wir können hier keine Fackeln aufs Laub setzen. Vorsicht, Vorsicht, ey, das Laub löst sich auf. Ich weiß nicht warum, aber das Laub löst sich auf. Scheiße. Was? Vielleicht, weil ich die Fackeln hingemacht habe. Laub schmilzt weg. Ach, weißt du was? Nee, ich glaube, man muss in einem gewissen Abstand müssen hier Bäume sein. Diese Stämme hier. Die müssen wir mit reinarbeiten, sonst geht's nicht. Bist du sicher? Warte mal. Ja, ich bin mir ganz sicher. Aber ganz, 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 ganz sicher. Guck mal, warte mal. Guck, wenn ich das jetzt hinmache. So. Dann müsste das eigentlich wieder gehen. Aber das war eben hart. Weißt du, unter mir verschwindet einfach der Boden. Ich falle ein Stück runter. Hörst du das? Aber, Alter, was ist denn hier los? Aber ich terrify, you know? Ja, der Hund knurrt da rum. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, was er da schon wieder gesehen hat. Ah, der fühlt sich anscheinend bedroht, weil er sieht, was hier unten. Unter uns im Dschungel. Wie sich das anhört, ey. Für grausame Dinge sich abspielen. Decke. Da. Guck mal, wie okay. Weit man hier hüpfen kann. Ba, 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 ba. Das können wir auch direkt verbinden, eigentlich. So, das gefällt mir sehr gut. Wahrscheinlich, ne, mit Shader-Motten so sieht es auch sehr geil aus. Gewackel und so. Ja, das wackelt hier fröhlich vor sich hin. Sieht doch richtig gut aus. Ich guck mal kurz, ob ich irgendwie Holz dabei habe. Nee, habe ich nicht. Also, falls wir Stämme hier reinarbeiten müssen, musst du das machen. Ja. Beziehungsweise musst du mir Holz geben. Welchen Shader-Mod hast du eigentlich genommen? So, kurze Frage. Der gut aussieht. Der, aber nicht den Ultra, ne? Irgendeinen anderen. Nee, Ultra nicht. Okay. Also, ich finde Ultra... Also Killer kann mal vielleicht eine Vergleichsaufnahme machen, aber ich finde es zu... okay. Ich finde es irgendwie schwammig so. Also ja. Das, was du als weiche Kanten siehst, sehe ich als schwammig. Aber ich finde den Schatten besser, wie den hier jetzt, den Schatten. Aber ich fände es halt besser, wenn die dann doch ein bisschen scharfkantiger geblieben wären. Ja. Aber mit derselben Schattenqualität. Aber das sieht ja jeder anders. Vielleicht, ich bin auf jeden Fall zufrieden, wenn die Zuschauer... Genau. Zufrieden damit sind. Ja, das spielt eigentlich gar keine Rolle für mich. Ich glaube, ich lasse mich jetzt ein bisschen fallen, beziehungsweise ich hätte gern einfach ein paar Stämme. Warum sind denn hier keine Stämme? Warte mal kurz, ich muss mal kurz nach dem Holz hier suchen. Da ist es ja. Also bis jetzt haben sich keine Löcher gebildet und jetzt sind wir relativ weit weg vom Stamm. Zumindest hier die Ecken. Okay, ja gut, dann machen wir einfach mal Test. Oh, da hinten ist aber gerade was verschwunden. Machen wir mal testweise weiter. Da hinten? Hier, ne, hier, guck bei mir. Bei dir. Ich hab hier unten gerade was gehabt, das ist gerade eben verschwinden. Man kann halt hier wirklich sehr tief fallen. Ja, also, also ja gut, dann gehen wir... Achso, wir müssen jetzt sowieso mal einen Durchgang machen, wo wir nach unten können. Ich sitz gerade so, dass ich nicht tief fallen kann. Ich würde dann auf den Baum drauf fallen. Deswegen, das ist jetzt unser Testding hier. Guck mal, das... Ich gehe trotzdem mal vorsichtshalber runter und besorge ein bisschen. Ja, super, jetzt habe ich natürlich keinen... Hast du Holz dabei? Holz? Nee. Ja. Ich habe vorhin nur kurz mit der Hand gemacht. Den einen Stamm. Okay, weil wir brauchen auf jeden Fall ein Crafting-Table. Das ist jetzt natürlich sehr gefährlich, was ich vorhabe, hier mitten in der Nacht hier unten rumzuspazieren. Aber weißt du was? Irgendwie hält's doch. Ist ein gutes Stück schon gebaut. Ich brauche mich jetzt zwar erstmal nicht weiter zu bauen, weil jetzt der Abgrund unter mir ist. Scheiße, ich muss jetzt kurz einen Sprung wagen. Upsala. Okay. Wohnwagen. Ich muss einen Sprung wagen. Mach ich verstanden, ich muss kurz in den Wohnwagen. Ich muss kurz meinen Hoden kratzen. Moment. So, denk dran, was zu essen. Ich habe vorhin gar nicht gemerkt, dass ich nichts gefressen habe. Ach, guck mal hier.
Killerlay. Ich wollte gerade den Stamm abschlagen. Sagst du, das wäre schlecht? Damit verbinden wir jetzt gleich unser... Ja, ich glaube, das ist kein guter Stamm. Ah, shit. Da muss ich aber ganz runter, um Stämme zu holen. Aber komm doch mal kurz hoch. Irgendwie hält es doch. Also irgendwie ist es perfekt, doch. So. Oh, ich sehe gerade, hier fehlt ja ein Stück Ding. Läuft's doch. Also irgendwie, wenn du mal Luft kommst. Ja, ich versuche hier einen Weg hier gerade hinüber zu finden, beziehungsweise zu bauen. Hier noch eine Ding. So. Also ich finde, es sieht ganz gut aus eigentlich. Beziehungsweise es ist halt nicht kaputt. Hier kann man halt nur nicht so. Oh. Alter, der Hund beißt dich. Was? Was ist denn hier los? Ich pick. Alter. Was war das denn? Ich weiß nicht. Als ich dich vorhin geschlagen habe, hat er die Witterung aufgenommen. Wahrscheinlich. Das gibt's ja nicht. Alter, das hat er automatisch als Befehl aufgefasst. Boah, der hätte ich jetzt umgebracht oder sowas. Alter, ich habe Gott sei Dank vorhin was gegessen. Weißt du, wo ich gesagt habe, denk dran, was zu essen? Ja. Da war ich schon geschwächt. Du wärst am Rand und hätte ich runtergeschlagen oder so. Boah. Alter, ja, den hätte ich höchstpersönlich. Den hätte ich höchstpersönlich kaputtlos gemacht. So, wenn wir jetzt erstmal so eine relativ große Plattform haben, dann können wir anfangen, Wände hochzuziehen eigentlich. Ja. Boah, es ist echt voll unangenehm, über den fetten Abgrund da rumzutanzen. Ja, vor allen Dingen, weil ihr alles so wackelt. Das ist irgendwie so eklig. Oh Gott! So, was ist los? Schau dir diese scheiß Einrastfunktion, die hat mich jetzt fast nach unten befördert. Wenn ich zweimal W drücke, dann habe ich so eine scheiß Einrastfunktion. Ich hoffe, das ist jetzt nicht irgendwie von Windows. Zeig mal, Kacke. Mach mal. Läufst du da einfach geradeaus, oder was? Ja, warte mal. Achtung. Jetzt macht das gerade wieder nett. Ich hatte es vorhin sogar mit links und rechts laufen aus Versehen. Dang, bro, dang. Jetzt macht das gerade nicht, aber ich... 1, 2, 3, 4. Nee, da macht es jetzt gerade nicht, verdammt. Vorführeffekt. Das ist der Vorführeffekt. Weißt du was? Wenn das wieder macht, dann werde ich dich darauf aufmerksam machen. Jo. So, wir dürfen nicht wissen? Wir dürfen nicht so fett werden. Also nicht so fett werden, wir dürfen hier nicht so fett bauen. Sonst reicht es vielleicht nicht, um bis da drüben anzukommen. Dann holen wir uns noch mal Laub. Aber hier ist erstmal so die Hauptaula. Oder wie ich es nennen soll. Halle. Ja, ja, Halle ist ein bisschen zu groß, aber das ist so der Hauptraum. So wie im Baumhaus, der erste Raum, weißt du noch? Von dem aus sich die ganzen Verzweigungen entsplittet haben. Aber wir können ja herziger, so wie du jetzt bist, vielleicht, oder? Guck mal hier. Anfangen rüber zu bauen. Geh mal über diese gefährliche Brücke. Alter, voll die Wackelbrücke. Ja, vor allem, vielleicht verschwindet er doch irgendwie im Blatt oder so. Mir kommt so vor, je dicker, desto eher hält der Kram. Irgendwie, deswegen mach ich's immer direkt ein bisschen fetter. Ich glaube, den Zuschauern wird schwindelig, ey, wenn hier die Blätter hier so rumwackeln und ich guck die ganze Zeit auf den Boden. Das ist echt abartig. Wibbelwackel, Wackelpudding. Dieser Wackelpuddingboden. Da haben wir den Baum echt gut angepeilt, muss ich sagen, der hier, weil da sind wir jetzt wirklich genau auf der Höhe. Mhm. Boah. Da muss ich uns ein Lob aussprechen. Ein Lob an die Entertainment Brothers. Haben wir gut gemacht. So. Wie werden wir das dann hier nennen? Was ist das dann für ein tolles Teil? Das ist die Baumkommode. Ne, ich weiß es nicht. Wie können wir das nennen? Das ist die... Unsere neue Kommode. I don't know, man. Und später machen wir eine Verbindung darüber zu diesem Konstrukt. Das sieht jetzt schon aus wie so ein fettes Labyrinth-Baumhäuschen. Moment, ich komme mal zu dir. Ganz viele Dschungelbäume in einem Großstadt-Hochhaus-Konstrukt zusammengefügt. Sieht fett aus. Ah, egal, aber erstmal machen wir das hier. Sollen wir schon anfangen, hier irgendwie Mini-Wände hochzuziehen, damit man zumindest den Rand ein bisschen erkennen kann? Oder? Ja, kannst du ruhig schon mal machen. Ich baue jetzt noch rüber. Ich baue jetzt die Konnektion zu unserem Ding da drüben hin noch. Okay. Richtig hart. Ich habe ein bisschen Angst. Aber eigentlich müsste ich den Fall hier noch schaffen oder beziehungsweise überleben. Weißt du, ich schaue immer nach unten und lote aus, ob ich es überleben würde, wenn ich jetzt runterfalle. Lote es aus. Ja. Wäre cool, wenn es so Fallschirme gäbe oder sowas. Ja, auf jeden Fall. Autos, Düsenjets,
Eine Snipe wäre auch geil. Darüber habe ich mit Killer das letzte Mal schon gesprochen. Jetzt macht das wieder. Jetzt, ich drücke gerade kein W und er läuft von allein. Jetzt. Was, ey, das gibt's doch La gar la la nicht. la la. Dann drücke ich nochmal zweimal auf W und dann macht das nicht mehr. Richtig cranker Shit. Crank shit, bro. That's crank shit. So. Ja, aber wie gesagt, wir haben das letzte Mal auch schon drüber gesprochen. Nach dem Minecraft-Battle, wie geil es eigentlich wäre, wenn wir halt alles beibehalten, natürlich. Also die Mappe na, du weißt schon, mit unseren zwei Genau. Bases, die wir bis dahin aufgebaut haben. Ja. Und jeder erhält eine Snipe oder sowas. Weißt du, da kannst du dich irgendwo hincampen oder sogar einen künstlichen Berg, wo du dich halt so ein bisschen hincampen kannst Ja. und ein bisschen rumsnipen oder halt auch actionmäßig. Es wäre echt geil, das stimmt. Also wir haben uns schon überlegt, vielleicht auf den ja, auf dem Server, wenn wir das irgendwie gebacken bekommen, vielleicht bekommt Skrider noch auf seinem jetzigen. Also wenn er den eh noch 2 Monate behält, dann kann das vielleicht da auch drauf kriegen. So ein Modus, dass man wirklich Waffen hat. Man muss irgendwie, wir müssen uns halt die Waffen erst craften. Ich weiß nicht, wie schwer das ist, sich die Waffen zu craften. Aber das wäre schon cool, weißt du? Dann geht's auch wirklich darum, dass man genug Munition hat und so weiter. Ausgerichtet ist und so, und dann wird's losgeballert. Ja, und es kann auch ruhig schwer sein, das zu bekommen. Also, wir wollten ja jetzt auch die Vorbereitungszeit, sag ich mal, um einiges verlängern, also Minimum 1,5 Stunden Vorbereitungszeit und halt Match, solange es dauert. Aber im Regelfall dauert das Match ja nicht lange, was man bei uns gesehen hat. Also, Ja. meistens entscheide ich es ja wirklich ziemlich schnell. Und ja, das eigentlich ist ja dann immer die Vorbereitung. Aber diesmal haben wir einen Plan ausgetüftelt, den wir jetzt natürlich vor laufender Kamera nicht ausplaudern werden. Natürlich Weil nicht. Asper, weil der böse Asper wahrscheinlich zuguckt. Asper, du Schlawiner. Aber das nächste Mal bist du völlig, mein Sohn. Das nächste Mal bist du völlig. Aber es hat echt richtig Fun gemacht, muss ich wirklich sagen. Und anscheinend kommt es auch gut an. Wir haben da ja ein paar Leute, ein paar Zuschauer, unter anderem auch Netzwerkler, die leider nicht mitmachen konnten, die schon richtig heiß immer sind auf jede Folge. Ja. Ja, Oh. kommt gut an, Bro. Bro, ho, So, ich hätte gerne ein paar Materialien, weil ich würde hier auch gerne mit Holz arbeiten. Ich werde jetzt einfach mal rüberlaufen. Haben wir da schon eine Verbindung? ja, du Das kannst ist nochmal gar nicht rüber. schlecht, dass wir jetzt schon die Verbindung haben, weil dann können wir eigentlich recht schnell in unseren Truhenraum, falls wir Materialien benötigen. Genau, recht schnell und auch recht sicher. Die Sicherheit muss man hier natürlich, steht bei uns im Vordergrund. Bam. Steht bei uns im Vordergrund. Gebäsch. Genick gebrochen. Bei uns steht die Sicherheit. Now. Wallen ist Und querschnittsgelähmt. died. Ah? Miau. Diese kleinen süßen Kätzchen sind zum Stimmt, wir haben noch die Katzen. Genickbrechen. Was passiert eigentlich, wenn man Hund und Katze irgendwie zusammen beißen die sich oder so? Habe ich noch nie probiert. Boah, ich habe keinen Plan. Ich glaube sogar schon. Oder vielleicht auch nicht. Nee, Oder wahrscheinlich nicht. Das würde sich vielleicht. gegenseitig dann kaputt machen immer. Und dann hätte man keine Chance, da irgendwie ein Hunde- oder Katzenteam aufzubauen. Ja, da haben Sie recht. Hundeteam. Was ist Ich merke das gerade, denn? ich hab doch zu viel Scheren dabei. Ich werde jetzt mal wahrscheinlich gut die Hälfte mal kurz wegräumen. Jetzt habe ich immer noch 6, 7 Stück. Und werde stattdessen ein bisschen Holz einpacken. Holz. Holz, Mache ja auch direkt Holz, mal so einen Holz. kleinen Rahmen. Und hier auch direkt Holz. den Weg erkennt. Das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. So. Da, da, da. Oh ja. Jetzt müsste man nur noch aus Laub Treppen machen können und ich wäre ja glücklich.